Sendereihe zu den Schweizer Parlamentswahlen am 20. Oktober 2019. Operation Libero. Fragwürdige Einmischung in Wahlen? 2014 trat in der Schweiz die politische Bewegung Operation Libero in Erscheinung, welche für einen Umbruch in der Schweizer Politlandschaft steht. Ihre bisherigen Kampagnen richteten sich vor allem gegen Volksinitiativen der SVP und deren Umfeld. So bekämpfte die Operation Libero 2016 mit Erfolg die Initiative zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer. Im Jahr 2017 half sie aktiv mit zu verhindern, dass die obligatorischen Radio- und Fernsehgebühren abgeschafft wurden. Und zuletzt bekämpfte sie die Initiative Schweizer Recht vor fremden Richtern. Laut Recherchen der Wochenzeitung WOZ mischt sich die Bewegung Operation Libero in fragwürdiger, wenn nicht sogar in verfassungswidriger Weise in die Schweizer Parlamentswahlen ein. Sie stellt 1,5 Millionen Franken als Kampagnenbudget für 26 Kandidierende verschiedener Parteien zur Verfügung. Inzwischen sind es sogar 41 Kandidierende, welche auf www.wandelwahl.ch einsehbar sind. Diese Kandidierenden haben sich verpflichtet, für das politische Programm der Bewegung einzustehen. Dazu gehören eine zügige Unterzeichnung des vorliegenden Rahmenabkommens mit der EU, die schrittweise Anhebung des durchschnittlichen Rentenalters und eine Unterzeichnung des Stromabkommens mit der EU. Das Stromabkommen mit der EU würde eine Liberalisierung des Strommarktes in der Schweiz darstellen und eine Verteuerung der Strompreise bedeuten. Laut der WOZ trägt die ganze Sache unmissverständlich die Handschrift mächtiger Wirtschaftsverbände. So ist zum Beispiel der ehemalige SP-Nationalrat Tim Guldimann auf wandelwahl.ch als Stratege aufgeführt. Gegenüber der WOZ macht dieser auch keinen Hehl daraus, mit den 1,5 Millionen Franken die Mehrheiten im Parlament verschieben zu wollen. Die Gründer der Operation Libero sind Flavia Kleiner und Dominik Elser. Brisant dabei ist, dass Flavia Kleiner als offizielles Ratsmitglied des European Council on Foreign Relations, kurz ECFR, aufgeführt ist. Zu dieser Denkfabrik gehört auch der Milliardär George Soros, der jeweils am Jahrestreffen des ECFR auftritt. Seine Open Society Foundations gehören zu den Hauptsponsoren des ECFR. Hier muss die Frage erlaubt sein, ob die Operation Libero ein verlängerter Arm der Soros-Stiftung ist, um deren Ziele von offenen Grenzen und der damit einhergehenden Unterwanderung der Souveränität in die Schweiz voranzutreiben. Zum Abschluss noch eine spannende Bemerkung vom ehemaligen Schweizer Bundesrat Dr. Christoph Blocher. Die Operation Libero ist eine Mitte-Links-Vereinigung der EU-Befürworter. Ihr Auftrag ist, so zu tun, als sei sie eine Gesellschaft von Idealisten. Den Managern fehlt die Glaubwürdigkeit, um dem Schweizer Volk den Rahmenvertrag mit der EU schmackhaft zu machen. Also nehme man junge, unverbrauchte Leute und stelle möglichst junge, hübsche Frauen voran.